London, Dezember 1851. Ein gewisser Mr. Booth verstirbt in einem Haus in Chelsea am Ufer der Themse. In Wahrheit handelt es sich um den 76-jährigen Joseph Mallord William Turner, den berühmtesten englischen Maler dieser Zeit. Turner wird in der Krypta der St. Paul's Cathedral bestattet, bei den anderen Malern und direkt neben Reynolds, dem ersten Präsidenten der Royal Academy of Arts. Bei der Verlesung des Testaments die erste Überraschung. Der Maler vermacht das gesamte Inventar seines Ateliers seinem Land. Der Verkauf seines Besitzes soll den Bau einer seinem Werk gewidmeten Galerie ermöglichen, sowie einer Einrichtung zur Unterstützung bedürftiger Künstler. Entgegen den Ansprüchen seiner Erben betrauen die Gerichte den Staat mit der Verwahrung seines Nachlasses. Das sind, neben dem eigentlichen Materialbestand des Ateliers, Paletten, Kästen, Pinsel, Farbtuben, Flakons, mehr als 300 Ölgemälde, 3000 Aquarelle und 20.000 Zeichnungen und Skizzen, die zum Teil in 300 Heften enthalten sind. Insgesamt rund 32.000 Werke. Eine in der Kunstgeschichte einzigartige Konzentration. William Turner wird 1775 unter der Regierung Georgs III. Geboren. Sein Vater ist Barbier und Perückenmacher in einem belebten Stadtviertel, das vom Stimmengewirr der Theater, der Oper und des Gerichtshofs sowie eines der meistbesuchten Märkte Londons widerhallt, Covent Garden. Hier leben zahlreiche Künstler, hier vermischen sich alle Gesellschaftsschichten, von den Lords bis zu den Kokotten, zum Guten und zum Schlechten. Turner begann seine Laufbahn unter wirklich sehr bescheidenen Bedingungen. Der Vater war Barbier in Covent Garden. Seine Kunden kamen aus der modisch eleganten Welt im Zentrum Londons. Darum wären Turners Aussichten auf Erfolg sehr gering gewesen, hätte er nicht diese künstlerische Begabung besessen, in der er von seinem Vater sehr ermutigt wurde. Dieser stellte die ersten Zeichnungen seines Sohnes im Schaufenster seines Ladens aus und erreichte auf diese Weise, dass er von einigen seiner Kunden finanziell gefördert wurde. Turner war ein künstlerisches Wunderkind. Seine ersten Zeichnungen schuf er bereits im Alter von 10 Jahren. Er erstellte wunderbare Architekturstudien, denn er arbeitete schon früh als Lehrling bei Architekten. Seine Zeichnungen sollten zeigen, wie ihre Bauten nach der Fertigstellung aussehen würden. Die Architektur führt den jungen Mann zum Studium der Perspektive. Und er träumt schon bald von einer Karriere als Künstler. Ich glaube, sowohl die Architektur als auch die Kunst beflügelten damals seinen Ehrgeiz. Turner sah sehr wohl, dass er einen stärkeren Eindruck als Künstler machen würde. Sein Vater ermutigte ihn damals zu einer sehr geschäftstüchtigen Haltung. Ihm schwebten die Künstler an der Royal Academy vor, die sich ganz in der Nähe von dem Ort in Covent Garden befand, wo er aufgewachsen war. Und dort sah er diese kleine Gruppe von Künstlern, die sich auf dem Gipfel ihrer Laufbahn befanden. Zu dieser Zeit mögen es bestenfalls 40 Akademiemitglieder gewesen sein. Und Turner wollte möglichst bald diesem erlesenen Kreis angehören und als einer der größten seiner Generation anerkannt sein. Der Junge ist so begabt im Zeichnen, dass er bereits mit 14 Jahren als Stipendiat an der Royal Academy zugelassen wird. Die Ausbildung dauert 4 Jahre. Zuerst wird anhand von antiken Werken kopiert und geübt. Später wird an lebenden Modellen gearbeitet. Während seines Studiums verkauft der junge Mann weiterhin seine Zeichnungen. Auf diese Weise entdeckt er auch die künstlerische und finanzielle Stärke des Aquarells im Hause eines reichen Kunstliebhabers, des Arztes Thomas Monroe, der bei sich Zeichensitzungen veranstaltet. Er fertigt eine nette Skizze von dem jungen Maler bei der Arbeit. Eine entscheidende Begegnung. Dr. Monroe kauft viele seiner Aquarelle und besitzt in der Welt der Kunst großen Einfluss. Turner und sein Freund Thomas Girtin arbeiten zusammen. Girtin zeichnet die Konturen, Turner trägt die Farben auf. In der Aquarelltechnik, hier ein Meisterwerk von Girtin, das Turner sehr bewunderte, wird mit wasserlöslichen Pigmenten gearbeitet. Sie ermöglicht Bilder mit leuchtenden Farben und großem Nuancenreichtum. Turner erlangt darin ein solches Können, dass er diese Technik, die bis dahin unter den Malern eher als zweitrangig galt, innerhalb weniger Jahre in ein anerkanntes Medium verwandelt.
Turner war berühmt dafür, dass er keine wirklich feste Arbeitsweise besaß. Er benutzte die Wasserfarben einfach, um eine Idee auszudrücken. Er ritzte das Papier, raute es auf und führte das Aussparen von Flächen durch Abdecken mit Wachs ein. Dank all dieser Effekte gelangte er zu einer viel ausdrucksstärkeren Malerei. Er führte auch das Aufsetzen von Lichtern ein und versuchte, dem Aquarell die Intensität eines Ölgemäldes zu verleihen. Schon mit 16 Jahren beginnt William Turner regelmäßig durch das ganze Land zu reisen. Das Gepäck auf ein Minimum beschränkt, mit den notwendigsten Mal- und Zeichenutensilien ausgerüstet und die Taschen voller Skizzenhefte. Er benutzt sämtliche Transportmittel, reist per Schiff, auf Kähnen, mit der Postkutsche, zu Pferd, meistens aber zu Fuß. Er ist in der Lage, mehrere Dutzend Kilometer am Tag zurückzulegen, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Er zeichnet nach der Natur, hält die Nuancen der Landschaften fest, komponiert aber seine Aquarelle erst, wenn er wieder zu Hause ist. Bei den Zwischenaufenthalten während seiner Reisen findet er auch in aristokratischen Häusern Einlass, wo er bedeutende Sammlungen der europäischen Malerei aus den vergangenen Jahrhunderten entdeckt. Lorrain, Poussin, Rembrandt, Rubens, Van Dyck, Canaletto. Reisen ist ein ganz entscheidender Aspekt in Turners Arbeit. Er begriff schon sehr früh, dass er sich damit mehr Aufträge sichern konnte, gerade als Landschaftsmaler. Seine Ikonografie bestand ja hauptsächlich aus Landschaften. Und so war er immer auf der Suche nach neuen Motiven. Und er war sehr geschickt darin, interessantes Material aufzuspüren. Dieses Bedürfnis zu reisen bildete die Antriebskraft für seine Laufbahn. Er sagte sich vermutlich, ich brauche keinen Urlaub, denn das Reisen war ein grundlegender Bestandteil seiner Arbeit. Er reiste nie zum Vergnügen. Warum malen Sie Ihre Aquarelle nicht draußen nach der Natur? Das Malen in der freien Natur ist sehr zeitaufwendig. In der Zeit, die man für das Aquarellieren einer Zeichnung benötigen würde, kann man 15, 16 Bleistiftskizzen anfertigen. Während mehrerer Jahre verhindert der Krieg den Zugang zum Festland. Turner bereist England, Wales und Schottland. Er besichtigt berühmte Sehenswürdigkeiten und hält sie in Hunderten von Zeichnungen und Aquarellen und auch in Ölgemälden fest. Sehr schnell kann der junge Künstler durch sein Talent eine breite Kundschaft gewinnen. Sein Vater assistiert ihm und verwaltet zugleich seine Geschäfte. 1801 bittet ein großer Sammler und Mäzen, der Herzog von Bridgewater, den Maler, ein Pendant zu einem Gemälde von Willem van der Velde dem Jüngeren anzufertigen, das in seinem Besitz ist. Turner malt eine Art symmetrisches Spiegelbild. Die Farben sind kräftiger, die Kontraste stärker. Und der stolze Künstler kann nicht umhin, ein größeres Format für sein Bild zu wählen. Das Bild hat einen solchen Erfolg, dass er mit 26 Jahren in die Royal Academy aufgenommen wird. Als jüngstes Mitglied in der Geschichte dieser britischen Institution, die 40 Jahre zuvor nach dem Vorbild der französischen Akademie für Malerei und Skulptur gegründet worden war. Jedes Jahr zieht die Ausstellung der Akademie zigtausende von Besuchern nach Somerset House, wo die Gemälde einiger hundert Künstler gezeigt werden. Aber diese Jahresausstellung genügt dem jungen, ehrgeizigen Künstler nicht. Bereits 1804, im Alter von 29 Jahren, lässt er neben seinem Haus in der Harley Street, im Zentrum Londons, eine Galerie erbauen. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts gab es in der Royal Academy viele Spannungen. Das veranlasste Turner, seine eigene Galerie zu eröffnen. So konnte er Bilder zeigen, die er unabhängig und ohne die Mitsprache eines Ausstellungskomitees vorstellen wollte. In dieser Zeit machte er große Fortschritte, was seine Maltechnik anbetraf. Er begann, sich in der Freilichtmalerei zu versuchen und machte Skizzen von der Themse wie andere Künstler zu jener Zeit. Einige dieser Arbeiten zeigte er in seiner Galerie. Das Publikum sah darin nicht mehr als Farbkleckse und wusste sie nicht zu schätzen. Selbst im engsten Kreise der zeitgenössischen Maler fanden sie keine Beachtung. Und es wäre sehr schwierig gewesen, diese Werke in der Akademie einem breiteren Publikum zu zeigen. Aber in seiner eigenen Galerie konnte er die Ausstellung seiner Werke viel besser kontrollieren.
Einer der reichen Kunstliebhaber und Mäzene Turners ist der radikale Abgeordnete Ramsden Fawkes. Er wird sein engster Freund und lädt ihn oft auf sein Gut in Farnley Hall im Zentrum Yorkshires ein. Die beiden Männer gehen zusammen auf die Jagd und arbeiten voller Begeisterung an einer Enzyklopädie über Vögel, die Turner mit Aquarellen illustriert. Ein anderer Freund und Förderer ist George Wyndham Lord Egremont. Er hat sich auf sein Gut Petworth House im Südwesten Londons zurückgezogen, wo er sich diversen landwirtschaftlichen Studien und der Pferdezucht widmet. Ständig von zahlreichen Gästen umgeben, lässt er reich wie arm bei sich speisen und stellt ein Fünftel seiner hohen Einkünfte den Bedürftigen zur Verfügung. Lord Egremont ist ein Mann des 18. Jahrhunderts. Er veranstaltet riesige Feste, einmal hat er 6000 Gäste geladen und führt ein ziemlich ausschweifendes Leben mit zahlreichen Mätressen. Man schrieb ihm 43 Kinder zu, die sicher ein gewisses Leben in sein Heim brachten. Aber auch Maler und Bildhauer empfängt Lord Egremont bei sich. Er führt die Vorlieben seines Großvaters und seines Vaters fort. Die Räume des Landsitzes quellen von Sammlungen mit antiken Marmorskulpturen sowie alten und neuen Gemälden über. Ein anregendes Nebeneinander von alter und zeitgenössischer Kunst. Turner, der regelmäßig in Petworth zu Gast war, hat von diesen Aufenthalten etwa 100 Gouache- und Aquarellzeichnungen hinterlassen, die von dem unbeschwerten Leben dieser glücklichen Momente zeugen. Billard, Musik, Konversation, Lesen, Malen, Spazierengehen, Gespräche über Malerei und Skulptur. Und bisweilen auch sehr intensive und freizügige Stunden, in denen sich zwei oder drei Personen um farbenfrohe, einladende Himmelbetten zusammenfinden. Turner malt auch etwa 20 Ölgemälde für seinen Gastgeber, Seestücke und Landschaften aus der Umgebung. Der riesige Park, der bereits in der Mitte des vorangegangenen Jahrhunderts von einem der größten britischen Landschaftsmaler gezeichnet worden war, galt als einer der schönsten und gelungensten seiner Art. Auch für Turner stellt er eine unerschöpfliche Quelle poetischer Bilder und Momente dar. Der Maler wählt das Format seiner Bilder oft nach den außergewöhnlichen Rundblicken, die sich ihm darbieten. Petworth ist bis heute unverändert geblieben. Meine Pflicht gegenüber Lord Egremont ist es, ihm vom allerersten Pinselstrich an ein liebevolles Pendant zu seinem großartigen Gemälde von Claude zu liefern. Claude Lorrain, einer der ersten großen künstlerischen Eindrücke, die der junge Turner empfängt. Und vor allem eines der in Petworth ausgestellten Gemälde, das er perfekt nachahmt. Einschiffung der Königin von Saba, ebenfalls von Lorrain. Eine besondere Kunst der Inszenierung, die geschichtliche Ereignisse und antike Gebäude vor majestätischen Landschaften präsentiert. Dasselbe Motiv, derselbe Stil bei Turner. Dido erbaut Karthago. Seit
Sein ganzes Leben lang wird er dem Stil Claude Lorrains treu bleiben. In seinem Testament äußert er sogar die Forderung, dass zwei seiner Gemälde für immer neben zwei Landschaften von Lorrain ausgestellt werden. Die langen Kriegsjahre werden durch den Frieden von Amiens beendet. Die Beziehungen zwischen Napoleon und England verbessern sich. Eines Tages, im Jahre 1802, begibt sich Turner zum ersten Mal auf das europäische Festland. Er ist 27 Jahre alt. Nach einer stürmischen Überfahrt, die ihn später zu einem großen Gemälde inspiriert, landet er in Calais. Während seiner Jugendjahre, also in den 1790ern, als Turner sich noch in der Ausbildung befindet und begierig alles Neue in sich aufsaugt, muss er sich mit dem begnügen, was er auf der Insel vorfindet. Denn die Seeblockade, der Krieg gegen Frankreich, verhindert jeden Zutritt zu Europa. Und er brennt darauf zu sehen, was anderswo passiert. Quand il vient la première fois en 1802. Bei seinem ersten Besuch 1802 verfügt Paris über das größte und schönste Museum der Welt, den Louvre. Und für einen jungen, wissbegierigen Künstler wie ihn ist das eine einzige Fundgrube. Als erstes sieht er sich die Werke der klassischen Maler an, also die alten Meister. Denn vor allem die werden im Louvre präsentiert und sehr ausgiebig. Denn im Zuge der von Frankreich durchgeführten Eroberungen ist auch eine große Anzahl von Bildern berühmter italienischer, flämischer und holländischer Meister ins Land gelangt, die im Louvre ausgestellt sind. Er ergötzt sich also an den großen Gemälden der italienischen Malerei, insbesondere der venezianischen und auch der Malerei der Renaissance, die ihm neue Nahrung gibt, die er hier entdeckt. Und abgesehen von all dem fällt sein Besuch in die Zeit des Pariser Salon, der großen Kunstausstellung, die in regelmäßigen Abständen von der Französischen Akademie der schönen Künste veranstaltet wird. Und dort entdeckt er eine französische Schule, die äußerst lebendig ist. 1802 ist Jacques-Louis David bereits ein Künstler ersten Ranges. Er genießt weltweit höchste Anerkennung, insbesondere sein berühmtes Gemälde, die Sabinerinnen, das dort ausgestellt ist. Weniger bekannt dagegen ist, dass Turner die französische Malerei zu einem Zeitpunkt entdeckt, als die Landschaftsmalerei ihre höchste Entfaltung erreicht. Il est en France à un moment de d'épanouissement de la peinture du paysage. Und mit Künstlern wie Pierre-Henri de Valenciennes oder weniger Bekannten wie Jean-Victor Bertin oder Tournay entdeckt der französische Künstler seiner Generation, die auf der Grundlage der Werke von Poussin und Lorrain ihre eigenen Variationen anbieten. Das ist für ihn sehr interessant, denn er ist auf der Suche nach sich selbst, ist dabei, seine eigene Art zu finden, die klassische Tradition zu assimilieren. Und in Paris findet er eine Antwort, die zwar wenig zu tun hat mit dem, was er selber machen wird, aber diese Art, sich die Malerei von Lorrain und Poussin anzueignen, ist interessant und er wird sie nutzen. Später bereist Turner auch Belgien, Holland und Deutschland. Er knüpft an die Tradition der Grand Tour, der obligatorischen Bildungsreise, an, auf der die Künstler aus dem Norden die Landschaften des Südens und die berühmten Städten der Antike entdecken. Das erste Reiseziel des Malers ist die Schweiz, die er voller Begeisterung entdeckt. Den im Vierwaldstätter See sich spiegelnden Rigi malt Turner in zahlreichen Varianten. Eine Art Vorwegnahme der Bilderserien von Claude Monet. Das Hochgebirge zieht ihn an. Aber die Reisen durch die Alpen sind nicht ungefährlich. An einem Januarabend 1829, auf der Rückreise von Italien, mitten im Gebirge, stürzt die Postkutsche auf der tief verschneiten Straße um. Während versucht wird, mit Ochsen, die man aus einem nahen Tal herbeigeholt hat, das Fahrzeug wieder aufzurichten, warten die Reisenden geduldig um ein Feuer geschart. Mit dem Rücken zum Betrachter, der Maler, im Begriff, die Szene zu zeichnen. Voller Erlebnisdrang wagt sich Turner bis zu den Abgründen und Gletschern des Mont Blanc vor.
Ein philosophischer Gedanke beherrscht jene Zeit. Das Erhabene. Ein Wort, dessen Sinn sich später ändert. Diese Idee wurde Mitte des 18. Jahrhunderts von Edmund Burke entwickelt, der versuchte, das Gefühl des mit den rohen Kräften der Natur, dem Kosmos und der Unendlichkeit konfrontierten Menschen zu beschreiben. Das Erhabene wird in Abgrenzung zum Schönen definiert. Das Schöne bedeutet nach der akademischen Auffassung Harmonie. Das heißt, man versucht immer eine Ordnung, ein Gleichgewicht herzustellen, eine Grundlage, einen Raum der Stabilität, um eine Behaglichkeit zu schaffen, um die Wirklichkeit zu übertreffen, um zu einer verständlichen und geregelten Ordnung zu gelangen. Das ist die Definition des Schönen seit der Renaissance bis in die Mitte des 18. Jahrhunderts. Das Erhabene geht über diese Ordnung, diese Harmonie hinaus. Wenn man auf einem Berggipfel den Schauder des Schwindels, die Gefahr des Sturzes verspürt, in diesem Moment erschauert der Körper und ist außer Kontrolle. Das ist das Erhabene. Der St. Gotthard-Pass mit seiner berühmten Teufelsbrücke symbolisiert diese Suche nach dem Erhabenen. Im Betrachter soll der Schrecken allein aus der Idee des Schwindelgefühls entstehen, wenn er aus der Ferne diesen zerbrechlichen Brückenbogen betrachtet oder den Blick auf den bodenlosen Abgrund richtet. Es ist der Schauder, das Dämonische, all die Dinge, die die englischen Künstler als erste bildlich darstellen. Und das schon sehr früh, um 1770, 1780 herum. Und Turner ist dem ganz und gar zugetan. Nicht, dass er eine satanische Persönlichkeit ist, keineswegs. Er ist vielmehr jemand, der mit beiden Beinen fest im Leben steht, der ein sehr geordnetes Denken besitzt. Aber auch jemand, der sich gerade für die Tatsache interessiert, dass sein Körper ein Behältnis von Gefühlen ist, die er ihm im Nachhinein zurückgeben und in seiner Malerei erneut aufleben lassen will. In Schneesturm auf dem Meer wird das Toben der Elemente durch die gegensätzlichen Bewegungen der Massen von Wasser, Schaum und Schnee wiedergegeben. Der Betrachter erlebt das schwindelerregende Gefühl des Strudels, das Verschwinden der Farben, die drohende Gefahr, in die Tiefe gerissen zu werden, das unentwirrbare Durcheinander. Ich malte es nicht, damit man es versteht, sondern um zu zeigen, welchen Anblick diese Szene bot. Ich ließ mich von den Matrosen an den Mast binden, um alles beobachten zu können. Ich blieb 4 Stunden lang so angebunden, ohne daran zu denken, mich in Sicherheit zu bringen. Und ich fühlte mich verpflichtet, davon Zeugnis abzulegen. Niemand sollte auf den Gedanken kommen, dieses Gemälde zu mögen. Er ist jemand, der alles beherrschen will, der nie zur Ruhe kommt. Ich denke, er sucht ständig nach dem Rausch und sogleich danach ihn zu stillen, ihn zumindest zu beherrschen. Also mit dem Rausch eine Art Kompromiss zu erzielen. In die Richtung geht es. Das bestimmt sein Werk. Die Faszination des Malers für das Meer und die Schiffe äußert sich in zahlreichen Darstellungen von Stürmen und Schiffbrüchen. Die See, beunruhigend, unheilbringend und fast immer bedrohlich. Die Woge hüllt sich und öffnet sich zum Schlund, um einen zu verschlingen. Dieses Motiv der albtraumhaften Höhlung kehrt in vielen seiner Bilder wieder. Turner vernimmt in den wilden Kräften der Natur das Echo seiner Lektüren von Homer, Virgil, Ovid und Milton.
Aber nicht nur stürmische Landschaften und entfesselte Elemente ziehen ihn an. Als leidenschaftlicher Angler liebt er auch die ruhigen Flussläufe. Er folgt sowohl der Tradition der idyllischen Landschaftsmalerei als auch der neuen romantischen Strömung, die in der Landschaft den Spiegel elegischer Gefühle sieht. Den Maler beschäftigt vor allem das Sonnenlicht. Bei Claude Lorrain hat er die Kunst erlernt, direkt in die Sonne zu sehen. Er malt unzählige Sonnenaufgänge und Untergänge. Keiner ist ein bloßes Klischee. Jeder ist eine neue, intensive malerische Erfahrung. Wie kann man die Absolutheit der Farbe wiedergeben? Wie den Betrachter blenden? Wie die Leinwand buchstäblich durchlöchern? Das Licht dringt überall ein, prallt von den Dingen ab, wird zum Reflex, vermischt sich mit dem Wasser, bringt die Welt zum Vibrieren. Die Farbe scheint aus der Sonne selbst zu kommen. Für ihre hellsten Stellen benutzt Turner reine oder ganz wenig gemischte Farben und er stimmt seine Bilder nach den lebhaftesten Farbtönen ab, die er gewählt hat, speziell seine Gelbtöne. Er achtet besonders auf die Veränderungen und Abstufungen der Farbtöne, die vom Nebel, vom Regen und von den Wolken bewirkt werden. Diese ganze Alchemie muss umso mehr erstaunen, als der Maler nur äußerst selten nach der Natur arbeitet. Sein außergewöhnliches Farbengedächtnis erlaubt ihm, später im Atelier die feinsten Nuancen des Meeres, des Himmels oder einer Landschaft wiederzugeben. Eine der größten Neuerungen Turners besteht in der direkten Übertragung der Aquarelleffekte auf die Ölmalerei. Schon zu Beginn des 19. Jahrhunderts beginnt Turner damit zu experimentieren, Farben direkt auf die Leinwand aufzutragen. Er gehört zu einer Generation oder besser zur Avantgarde einer Generation, die direkt auf weißen Grund malt. Das verleiht seinen Ölgemälden eine viel größere Leuchtkraft. Georges Beaumont, jener Kunstkenner, der viele von Turners Bildern sehr kritisch beurteilt hat, verabscheute diese Technik, denn sie entsprach nicht der Praxis der alten Meister, die mit einem dunklen Untergrund begannen und dann die nächste helleren Flächen bearbeiteten. Und so titulierte er Turner und seine Anhänger als weiße Maler, denn er fand, dass sie sich zu weit von den anerkannten Normen entfernt hatten. Dennoch beginnt Turner, sich dieser Technik zwischen 1805 und 1810 verstärkt zu bedienen, sodass seine Gemälde von da an viel leuchtender wirken. Besonders in den 1820er Jahren, als er neue Materialien, speziell neue Gelbtöne benutzt, kommt es zu einem unglaublichen Austausch zwischen seiner Aquarell- und seiner Ölmalerei. In seinen Aquarellen beginnt er zu dieser Zeit eine ganze Palette von sogenannten Aquarellentwürfen herzustellen. Darunter finden sich beendete Aquarelle oder noch in Arbeit befindliche Studien. Er trägt zuerst weite Farbflächen auf und arbeitet sich dann zum endgültigen Ergebnis vor. Aber für Turner waren diese Arbeiten fast eine Art Selbstzweck. Er wollte oft einfach nur Ideen ausprobieren. Diese Arbeitsweise wandte er dann auch bei seinen Ölgemälden an, besonders bei einigen, die er in Petworth malte. Zum Beispiel dieser wundervolle Sonnenuntergang, der einen einfach den See und darüber den Himmel spüren lässt. Er vermag mit sparsamsten Mitteln Formen anzudeuten, indem er Aquarell- und Öltechnik miteinander verbindet. Turner hat eine besondere Vorliebe für Flüsse. Sie sind für ihn natürliche Wege, die ihn neue Landschaften entdecken lassen, indem sie ihm immer wieder andere Ausblicke gewähren. Reisen im Wagen sind alles andere als sinnvoll für einen Zeichner, der direkt nach der Natur Eindrücke festhalten will. Schiffsreisen sind da viel bequemer. Allein deshalb, weil sie einem heftige Stöße ersparen. Und dann hat man ständig eine Sicht, die langsam an einem vorbeizieht. Für einen Maler, der ständig sein Skizzenbuch dabei hat, ist das die Reiseart mit dem perfekten Rundblick. Bequemer kann es gar nicht sein. Für Turner, der sich für Dichtung und Musik begeistert, ist der Rhein auch ein Anlass, die Welt Goethes und der deutschen Romantiker zu bereisen. Er verweilt einen Moment am Fuß der Lorelei. Von 1821 an kehrt Turner mehrmals nach Frankreich zurück.
Eine Schiffsfahrt die Seine hinunter, er bringt eine reiche Ernte an Zeichnungen und Aquarellen. »1826 macht er eine zweiwöchige Schiffsreise auf der Loire. Nach den Zeichnungen fertigt er Aquarelle und dann rund 20 Radierungen, die 7 Jahre später in London veröffentlicht werden. Aus den Skizzen, die auf den Reisen entstehen, können sogar Ölgemälde werden. Als Turner 1802 nach Paris kommt, steht die Landschaftsmalerei im Mittelpunkt des Interesses der französischen Maler. Pierre-Henri de Valenciennes hat soeben die erste theoretische Abhandlung über die Landschaftsmalerei veröffentlicht. Ein wirklich monumentales und äußerst theoretisches Werk, das die Absicht verfolgt, die Landschaftsmalerei, ein bis dahin noch eher zweitrangiges Genre, in die große Tradition der Académie française einzureihen, um es auf diese Weise aufzuwerten. Der Landschaftsmaler soll jemand sein, der studiert hat, der nachgedacht hat, der die bedeutenden Dichter und Philosophen gelesen hat und der die guten Sitten pflegt. Das ist sehr wichtig. Und das beschäftigt auch Turner. Diese Vorstellung von der historischen Landschaft, von der Erhebung durch die Geschichte in der Landschaft, genau das interessiert auch ihn. Die historische Malerei gilt zur Zeit Turners weiterhin als die edelste Gattung. Mythologische Szenen werden von den Kunstliebhabern mit am meisten geschätzt. Odysseus verhöhnt Polyphem, eine großartige Barockoper in düsteren Farben. Die Bucht von Bayeux mit Apoll und der Sibylle. Der Gott gibt der Priesterin so viele Lebensjahre, wie sie Sandkörner in der Hand halten kann, ein Vorwand, um in der Umgebung von Neapel eine neue, schöne Landschaft zu erfinden. Apoll und Python. Das aufgeschlitzte Ungeheuer wirkt tot noch viel schrecklicher als lebendig. Vor allem aber ist da die Zeitgeschichte. Trafalgar. Ein wichtiges Datum in der Geschichte der Seefahrt. 1805 wagt sich Turner zum ersten Mal an dieses Motiv. Als die Victory das Schiff auf dem Nelson gedient hatte, Ende 1805, 2 Monate nach der Schlacht von Trafalgar, nach England zurückkehrte, machte sich Turner wie viele andere nach Sheerness auf, um das Schiff zu sehen. Er füllte das Skizzenbuch mit Notizen, befragte die Mannschaft und war sehr darauf bedacht, alles richtig zu erfahren. Er kletterte in die Wanten, um sich von dort aus eine Übersicht vom Deck zu verschaffen. Er wollte unbedingt die Position aller Personen in dem entscheidenden Moment wissen, als Nelson von einem der französischen Schützen niedergeschossen wurde. All diese Vorgänge zeigte er, und zwar ganz genau. Er hatte also ebenso viel von einem Reporter wie von einem fantasiebegabten Künstler. Napoleon ist die Hauptfigur dieses seltsamen allegorischen Gemäldes. Krieg, Exil und Napfschnecke. Der auf St. Helena verbannte Kaiser steht vor einem blutroten Hintergrund. Er wendet sich an eine einfache Napfschnecke, eine Meeresmuschel, die ihn an die Form der Zelte seiner Soldaten erinnert. Frieden, Bestattung auf See, war als das Pendant zu diesem ersten Gemälde gedacht und als eine Art Kontrapunkt zu den grandiosen Feierlichkeiten anlässlich der Rückkehr von Napoleons Urne 1840 in Paris. Das Bild verweist auf seinen Freund und Rivalen, den Maler David Wilkie, der bei seiner Rückkehr aus dem Heiligen Land vor Gibraltar den Tod fand und dessen Leichnam nach Seemannsbrauch dem Meer übergeben wurde. Gegenlicht, seltsame Beleuchtungseffekte, Rauch, tiefe Schatten und dann vor allem diese schwarzen Schleier, die man dem Maler vorgeworfen hat. Ich hätte mir gewünscht, eine Farbe zu finden, mit der sie noch schwärzer würden. Während seiner gesamten Laufbahn wird Turner weiterhin nach der Art der alten Meister malen, in einer fortlaufenden Auseinandersetzung mit ihrer Arbeit. Er kann gar nicht anders.
Es ist ein wesentlicher Bestandteil der künstlerischen Ausbildung jener Zeit. Die Künstler lernen als erstes, die großen Werke der alten Meister zu kopieren. Und Turner ging durch diese Schule. Und später, wenn der Künstler bereits anerkannt ist, benötigt er Aufträge. Und die kommen oft von großen Kunstsammlern, die von Turner Gemälde verlangen, die als Pendant an der Seite oder gegenüber von berühmten Gemälden alter Meister aus ihrer Sammlung ausgestellt werden sollen. Das ist ein großer Anreiz für ihn. Es ist lukrativ, aber gleichzeitig fühlt sich Turner davon auch eingeschüchtert. Dennoch komponiert der Maler eine Sintflut, die noch größer geraten, noch mehr Figuren enthalten und noch farbenprächtiger sein soll als die von Poussin. Er malt ein Pasticcio im Stil von Watteau. Jessica, das Mädchen am Fenster, ist eine literarische Figur. Shylocks Tochter in Shakespeares Der Kaufmann von Venedig. Turner malt sie in Rembrandtscher Manier. Kurz vor der Eröffnung einer Ausstellung pflegten die Maler ihre Gemälde zu firnissen. Im Französischen Vernir, daher der Begriff Vernissage. Sie konnten bei dieser Gelegenheit noch einige kleinere Korrekturen vornehmen. Turner kommt mit Bildern, die er gerade erst begonnen hat, und beendet sie dort direkt am Tag der Eröffnung. Oder er erschafft aus einem ungestalteten, unbegreiflichen Bild mit wenigen Pinselstrichen eine Landschaft. Es sind regelrechte Vorstellungen, die jedes Mal eine Menge begeisterter und auch spöttischer Schaulustiger herbeilocken. Alle sehen ihn als Exzentriker, einige halten ihn sogar für verrückt. Die Rivalität zwischen Constable und Turner ist Anlass für weitere Reibereien. Beide sind abwechselnd für die Gestaltung der jährlichen Ausstellung der Royal Academy verantwortlich und weisen jeweils ihrem Rivalen Plätze an den Wänden zu, die sich weit oberhalb der besten in Augenhöhe des Zuschauers befindlichen On-the-Line-Reihe befinden. Er und Constable sind zwei völlig gegensätzliche Persönlichkeiten. Constable steht für ein einziges Land, eine einzige Liebe und auch ein einziges malerisches Genre. Turner ist sehr viel neugieriger. Er interessiert sich für tausend Dinge. Zu der grausamsten Begegnung zwischen den beiden kommt es anlässlich der Jahresausstellung 1832, als Constable sein großes Gemälde zur Einweihung der Waterloo-Brücke vorstellt. Ein großes, farbenprächtiges, eindringliches Bild, von dem er sich berechtigterweise einen triumphalen Erfolg erhofft. Turner sieht das Gemälde. Er hat ein Seestück geplant, viel klassischer, in holländischer Manier, in subtilen, aber sehr begrenzten Farben. Grau- und Grüntöne, eben ein eher klassisches Seestück. Er betrachtet Constables Gemälde, sieht, dass es sich um ein sehr starkes Bild handelt, mit einer Farbpalette, die von intensiven Rottönen erwärmt wird. Und man weiß, dass er im letzten Moment sein eigenes Bild mit einem roten Fleck aufheizt, den er mitten ins Meer malt und dem er schließlich die Gestalt einer Boje, also ein eher realistisches Aussehen gibt. Dieser rote Fleck verlagert das Gleichgewicht seines Bildes. Er macht es lebendiger, lebhafter. Und zugleich lässt er nun Constables Gemälde etwas unstimmig und grell erscheinen. Constable soll daraufhin gesagt haben, das war ein schwerer Schlag. Er hat mein Bild völlig diffus gemacht und ihm die Struktur genommen, die ich ihm zugedacht hatte. Italien ist für Turner von großer Bedeutung gewesen. Er bereitet seine geplanten Routen vor, indem er die Vignetten der Reiseführer kopiert. Er macht sich Listen von Sehenswürdigkeiten und notiert italienische Wörter und Redewendungen, die er im Laufe seiner Reise benötigen wird. Er besichtigt Rom und die Campagna Romana. Er nimmt alles begierig in sich auf. Seine Zeichnungen inspirieren ihn zu großen Gemälden. In dieser Ansicht des Forum Romanum zum Beispiel dient der antike Stein als Rahmen für mehrere Szenen aus dem religiösen Leben im alten Rom. Als leidenschaftlicher Beobachter erfasst Turner den Zauber der schönsten italienischen Landschaften, wie hier in der Palestrina-Komposition.
Und vor allem ist da Venedig. Venedig ist ein Leitmotiv in Turners Schaffen. Er besuchte die Stadt 1819, 1833 und ein letztes Mal 1840 und er trug sich mit der Hoffnung, ein viertes Mal hinzufahren. Eine Zeit lang hatte Turner Schwierigkeiten, seine Idee von Venedig zu erfassen. Die Stadt war in England zu sehr mit Canaletto und all seinen Meisterwerken verbunden. Turner löst sich davon und malt während seines Aufenthalts 1819 eine fantastische Reihe von 4 Aquarellen. Erst von 1833 an, kurz vor seinem zweiten Besuch in der Stadt, beginnt er Venedig als einen regelmäßigen Teil seines Schaffens zu begreifen. Venedig ist die Turnersche Landschaft par excellence. Das Wasser, die Lichtreflexe, der Nebel, die flüchtigen Umrisse, die glutroten Sonnenaufgänge und Untergänge, die dahinschwindenden Karnevalsfiguren. Eine ganze Stadt bietet sich ihm dar und er ist der Erste, der sie so malt. In einem solchen Maße, dass man sie heute nur noch als eine Landschaft Turners sehen kann. Eine Art Magie vollzieht sich hier. Das Wasser ist genau das Medium des Aquarells, in dem winzige Pigmentlösungen, dünne Farbaufträge, zarte Verwischungen, federleichte Bleistiftstriche die exakte Umsetzung einer Traumlandschaft verkörpern. Diesmal hat Turner jede Art von Taumel, jedes Gefühl von tragischer Erhabenheit hinter sich gelassen, zugunsten einer Welt visueller Wonnen, zugunsten der puren Faszination für den Hauch der Farben. Die Techniken, die er benutzt, das Vorbefeuchten des Papiers, das Vermischen der Farben in Wasser, das Arbeiten mit Tuch und Pinsel, das Aufrauen des Untergrunds, das feine Auftupfen von Gouachefarben, begeistern Generationen von Aquarellmalern, die versuchen, doch meist vergeblich, seinen Stil nachzuahmen. Und was hält er von meinem Bild? Er findet es unbestimmt. Dann sagen Sie ihm, dass das Unbestimmbare meine Stärke ist. Und schließlich widmet er auch Venedig zahlreiche Ölgemälde. Die von Turner geschaffene Fata Morganahafte Idee von Venedig lässt die Stadt von Bild zu Bild mehr verschwimmen und am Horizont verschwinden. Diese Tatsache beschäftigt Generationen und Künstler wie Whistler oder Monet und auch die späteren Generationen werden von dieser Art Turners, Bilder von Venedig zu erschaffen, sehr inspiriert. Der Schriftsteller und Kritiker John Ruskin hatte sich schon als junger Mann für das Werk des Malers begeistert. Er lernt ihn 1840 kennen, wird sein Kunde und sein Schüler. In seinem Werk Modern Painters weist er Turner eine überragende Bedeutung zu und betrachtet ihn als den größten englischen Künstler. Nach dessen Tod, mit der Aufstellung seines Nachlasses betraut, entdeckt Ruskin eine große Anzahl erotischer Zeichnungen. Akte in nicht sehr akademischen Posen. Seltsame Zeichnungen mit mehreren Figuren in Schlafzimmern. Und selbst eine größere Anzahl kleinformatiger, naiver wie sachkundiger pornografischer Skizzen. Ruskin, ein sehr puritanischer Mann, ist schockiert. Er hielt sein Idol für einen reinen, über alles Banale erhabenen Geist. Er glaubt, dass Turner nur in Momenten des Wahnsinns so handeln konnte. Und einem unbestätigten Gerücht zufolge soll Ruskin damals Hunderte von Zeichnungen und Aquarellen verbrannt haben. Dennoch sind einige Dutzend, in Skizzenheften verstreut, erhalten geblieben. Turner hat immer darauf Wert gelegt, sein privates und sein berufliches Leben voneinander getrennt zu halten. Erst nach seinem Tod, als das Testament verlesen wurde, entdeckte man, dass er, ohne verheiratet zu sein, rund 15 Jahre lang mit Sarah Danby,
der Witwe eines befreundeten Komponisten, zusammengelebt hatte, mit der er zwei Töchter hatte. Möglicherweise hat er sie auf seinem Gemälde Überquerung des Bachs aus dem Jahr 1815 dargestellt. Später liiert er sich in Margate mit Sophie Booth, einer anderen Witwe, mit der er bis an sein Lebensende zusammenlebt. Er nimmt ihren Namen an, um im Stadtteil Chelsea, wo das Paar lebt, unerkannt zu bleiben. Das Problem ist, dass wir Turners Persönlichkeit vor allem aus Berichten von Personen kennen, die ihn gegen Ende seines Lebens begleitet haben. In diesem Lebensabschnitt zeigte er sich in seinem Umgang mit anderen sehr eigenartig. Er lebte ganz zurückgezogen und wohnte abwechselnd in seinen beiden Häusern in Chelsea und in der Queen Anne Street. Es gab Aspekte in seinem Leben, die mit den neu aufkommenden puritanischen Werten der viktorianischen Zeit unvereinbar waren. Er selbst war in einer anderen Zeit groß geworden und darum spürte er wohl das Bedürfnis, sich von seiner öffentlichen Person abzugrenzen. Turner war vor allem Landschaftsmaler und näherte sich nur selten Personen. Dennoch ist der Mensch nie abwesend in seinem Werk. Am ehesten kommt er wohl mit der menschlichen Präsenz als Gruppe zurecht, wenn er etwa Zerstörungen oder Schlachten evoziert. Diesen Moment, wo der Mensch in seinem Wahnsinn in Wettstreit mit anderen tritt und an dem dynamischen Prinzip der Elemente teilhat. London, 16. Oktober 1834. Im englischen Parlament bricht ein Feuer aus. Der Brand dauert die ganze Nacht und lockt eine riesige Menge Schaulustiger an, die in den schönsten Momenten applaudiert. Turner hat seine Schüler der Royal Academy auf ein Schiff auf die Themse mitgenommen. Während er auf dem Fluss hin und her fährt, malt er direkt nach der Natur 9 Aquarelle aus verschiedenen Perspektiven. Daraus entstehen später 2 im Atelier gemalte Ölgemälde, von denen das eine im Mai 1835 in der Royal Academy ausgestellt wird. Das großartige und zugleich schreckliche Schauspiel ist eine neue Variante des Erhabenen. Auf dem Viadukt, das die Themse überspannt, taucht vor uns ein Zug auf, der mit großer Geschwindigkeit dahinrast und seitlich vom Regen gepeitscht wird. Weiter unten treibt ein Fischerkahn. Mädchen tanzen inmitten eines Feldes. Der Zug schießt vorbei, durchschneidet diese bukolische Szenerie. Es ist die Great Western Railway, die erste englische Eisenbahnlinie, die 2 Jahre zuvor von der jungen Königin Victoria eingeweiht wurde. Vor der Lokomotive die Silhouette eines kleinen Hasen, der panisch die Flucht ergreift. Eine neue Zeit ist soeben angebrochen. Das Erhabene entsteht nicht mehr nur aus natürlichen Phänomenen, es drückt sich fortan in der Stärke der Maschinen aus, in der Gewalt der Bewegung. Die Temeraire ist eines der Kriegsschiffe, die zusammen mit Nelsons Victory an der Schlacht von Trafalgar teilnahmen. Im Gegensatz zur unversehrt gebliebenen Victory wurde die Temeraire außer Dienst gestellt und diente noch rund 30 Jahre lang als Ponton. Das Schiff wird von einem Dampfboot zur Abbruchstelle geschleppt. Turner hat der bleichen, gespenstischen Temeraire die Würde ihrer Masten zurückgegeben. Der Maler nutzt den Anlass, um den Gegensatz zwischen der modernen Antriebsart und der Segelschifffahrt herauszustellen. Dieses Bild, für die Engländer eine bewegende Hommage an die Geschichte, erlangte große Berühmtheit. Die Bilder, die Turner im Laufe seiner letzten Lebensjahre malt, sind erneut Experimente. Als erstes komponiert er eine Art Kosmogonie. Der Abend vor der Sintflut. Der Morgen nach der Sintflut. Das quadratische Format soll den kreisförmigen Aspekt der Kompositionen besser zum Ausdruck bringen. Regelrechte Wirbel farbiger Materie, zu denen er vermutlich durch die Lektüre der goethischen Farbenlehre angeregt wurde, die Turner mit zahlreichen Anmerkungen versah. Der Maler scheint sich immer weniger für die Darstellung der Dinge zu interessieren. Alles Gegenständliche verschwindet. Übrig bleiben farbige Flächen, die an vage Formen erinnern. Landschaft mit Fluss und Bucht in der Ferne,
aus dem Louvre ist das einzige Ölgemälde Turners, das in einem französischen Museum verwahrt wird. Es hat viele Maler in Erstaunen versetzt und auch Schriftsteller wie Huysmans oder Mallarmé. Das Gemälde im Louvre gehört zu einer Serie von etwa 10 Bildern, die alle jeweils vorangegangene Kompositionen aufgreifen aus einer Sammlung von Radierungen, die Turner in den 1810er Jahren angefertigt hatte, mit dem Titel Liber Studiorum, Studienbuch. Also Kompositionen, die ursprünglich bis ins Detail ausgearbeitet und durchstrukturiert sind, in der Manier von Claude Lorrain. Um 1840 greift Turner einige dieser Kompositionen auf, im Allgemeinen die ausgewogensten, und versieht sie mit äußerst zarten Farben. Er verfügt über eine Art Röntgenblick, wenn er seine früheren Kompositionen aufgreift. Das heißt, er geht über das hinaus, was auf seinen Radierungen dargestellt ist. Figuren oder Gebäude, die dann auf den Gemälden so gut wie verschwinden. Das ist gerade an dem Gemälde des Louvre deutlich zu erkennen. Von der Radierung, die ihm als Vorlage dient, bleiben nur noch Elemente wie Steine, Wasser und Himmel übrig. Architektonische Bauten und Figuren lässt er vollkommen verschwinden. Man spürt den Willen, zum Wesen der Landschaft vorzudringen, bis zur feinsten Auflösung der Materie. Und auch die Art des Malens ist ausgesprochen fließend, außer beim Himmel, der ein klein wenig mehr strukturiert ist. Es hat also tatsächlich etwas mit einer Evokation, einer Evaluation von farbigen Massen zu tun, und wie man sie in ein Gleichgewicht bringen kann. Diese scheinbare Unvollendetheit, diese Auflösung der Formen, die natürlich von der Aquarellmalerei inspiriert sind, geben viele Rätsel auf. Hier finden sich bereits, lange bevor sie erfunden wurden, zahlreiche Anklänge an Monet und die Impressionisten, an die Gesten und Empfindungen des Action-Painting, an die Suche nach lyrischer Abstraktion. Einige dieser Gemälde bleiben mysteriös. Ein Kunstkritiker schreibt damals, der Künstler schwelgt im Urchaos. In jenem Augenblick, da das Wasser sich vom Land und das Licht sich von der Finsternis schied, als noch kein Lebewesen, kein früchtetragender Baum die Oberfläche der Erde besiedelte. Alles ist formlos und leer. Man hat von seinen Landschaften gesagt, sie seien Bilder vom Nichts, aber diesem sehr ähnlich. Als ich jung war, hatte ich die Angewohnheit, stundenlang dazuliegen und den Himmel zu beobachten und dann nach Hause zurückzukehren und ihn zu malen. Auf dem Markt von Soho gab es einen Stand, wo man Zeichenutensilien kaufen konnte. Und sie hatten es sich zur Gewohnheit gemacht, meine Himmel zu kaufen. Ich bekam 1 Schilling und 6 Pence für die kleinen und 3 Schilling und 6 Pence für die größeren. So manche junge Dame wird damals meine Himmel für ihre Zeichnungen genutzt haben. Wir wenden uns einem anderen großen Maler zu, Rembrandt. Über die Zuordnung seiner Gemälde streiten bisweilen die Geister. Kultur à la carte will's genau wissen und lüftet gleich die Geheimnisse seiner Meisterwerke.